anwesend waren im Übrigen im Parkstadion, sorgte er für Aufregung, nachdem ein Abwurf, den Sie dann sehen werden, nicht so ganz dahin kam, wo er eigentlich soll. Schalke in den weißen Hosen, das ist Schipper. Toni hat den Ball. Er wirft ab. Ja, und dann kommt der Ball plötzlich zu Pisanti und der macht einen Riesenfehler. Olaf Thon hat die Möglichkeit, das war nach genau 35 Sekunden absolvierte Spielzeit. Die Schalker mussten auf die verletzten Jakobs und Roth verzichten, dafür Kruse und Opitz in der Partie, wieder Schipper. Und Möglichkeiten für die Schalker, nachdem Köln doch im Grunde der Nervosität in der Anfangsphase nicht Herr wurde, sich zurückzog und die Schalker mit Tempo und Schwung ihr erstes Spiel nach vierwöchiger Pause, so lange haben sie nicht gespielt, absolvieren wollten. Dann wieder Pisanti. Sehen Sie, was er macht. Dietz bekommt den Ball, stolpert über Schumacher und Schiedsrichter Heidmann aus Drentwede gibt Strafstoß. Wir werden die Szene noch einmal sehen. Vorausgegangen war der zweite Fehler von David Pisanti, dem Israeli, im Kölner Team, dieses unnötige Rückspiel. Jetzt kommt Dietz, kommt dann Schumacher mit dem Ball nicht vorbei, stolpert über ihn und Schiedsrichter Heidmann gibt Strafstoß. Ein für mich unberechtigter Strafstoß. Täuber. Toni Schumacher sucht sich die falsche Seite aus, das 1:0, 23. Spielminute. Nach einem bis dahin im Grunde zerfahrenen und schwachen Spiel. Trainer Kessler reagiert sofort, nimmt Pisanti vom Feld und mit der Nummer 14 kommt Jansen. Eine Maßnahme nach 23 Spielminuten, die ausschließlich darauf zurückzuführen war, dass eben Pisanti diese zwei groben Fehler begangen hatte und der eine führte zum Tor. Littbarski, allzu viel war bis dahin von ihm nicht zu sehen. Die erste schöne Flanke, aber Junghans. Das war im Übrigen nach 28 Minuten der erste ernstzunehmende Kölner Angriff. Und das sagt viel über die Leistung der Mannschaft aus Köln aus. Sicher, Europapokal am Dienstag in Lissabon, aber so schwach durfte man einfach hier nicht antreten. Und Toni Schumacher muss da schon wieder raus, kommt an Hartmann nicht heran. Die Abwehr desolat bei Köln, Schalke profitiert. Es war nicht so, dass die Schalker besonders stark gewesen wären, nein, der Gegner aus Köln machte sie stark, weil er zu viel Fehler begeht. Der Boden im Übrigen gut bespielbar, es regnete nicht, er war zwar weich, Kleppinger ist das, aber man konnte gut Fußball spielen und Täuber. Klaus Täuber, der seinem Gegenspieler Dieter Prestin ein ums andere Mal schwierige Aufgaben stellte. Sie sehen, wie weit die Kölner sich da zurückzogen, ganz vorne nur Alofs und gelegentlich Littbarski zu finden. Im Übrigen überließ man das Mittelfeld den Schalkern. Und die hatten im Mittelfeldspiel eben mit Diersen, den sie hier am Ball sahen, und mit den anderen ein gewisses Übergewicht. Dietz setzt den Ball nach. Und da ist Hartmann völlig frei, 33. Minute, 2:0. Ein herrliches Tor, allerdings begünstigt durch Kölner Abwehrfehler. Da sehen Sie der Oldtimer Dietz, wie er rennt und ackert, aus dem Mittelfeld heraus, diesem herrlichen Pass nachläuft, wunderbar die Flanke hereinzieht. Und das sind Steiner und Van de Korkut weit weg vom Gegenspieler von Hartmann. Und der setzt unerreichbar für Schumacher den Ball ins Netz. Halbzeitstand 2:0. Littbarski verletzt am Knöchel. Dickel kommt für ihn und die Kölner, denen Trainer Kessler natürlich in der Pause einiges gesagt haben wird, beginnen offensiv etwas aggressiver auch und haben Chancen. Jansen, der neue Mann, geht allein. Junghans. Das war es aber denn auch schon. Es war ein kurzes Strohfeuer auf Kölner Seite. Hier die Bank, ganz links sahen Sie Trainer Georg Kessler. Dann fingen sich die Schalker etwas, die bis dahin doch etwas ins Schwimmen geraten waren in der ersten Viertelstunde der zweiten Spielhälfte. Und Schalke kam wieder und hatte Kontermöglichkeiten, da Köln natürlich die Abwehr entblößte und mehr auf Angriff setzte. Olaf Thon. Da ist Schumacher gerade noch mit der Hand dran an diesem Ball. An ihm lag es wirklich nicht, dass Schalke 2:0 führt. Eckstoß Schalke, Täuber. Verwirrung in der Kölner Abwehr. Aber da werden bei Köln dann auch die Bälle oft planlos aus der Abwehr herausgeschlagen und der Gegner kommt wieder im Ballbesitz. Keine Abseitsposition,
im Moment der Ballabgabe. Opitz, er will nach innen spielen zum mitgelaufenen Ton und Steiner kommt da in letzter Sekunde dazwischen. Das waren nun doch schon Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. Es war alles in allem kein gutes Spiel. Die dichte Folge der Torszenen mag darüber hinwegtäuschen. Es blieb dabei, dass die Kölner im Grunde durch ihre Fehler den Schalkern vieles ermöglichten, was sie sich selbst nicht erspielt hatten. Sehr gut hier Olaf Thon. Opitz, Diersen. Ja, das war knapp, der Ball hatte Effe. Jetzt spielt im Grunde wieder nur noch eine Mannschaft, das ist Schalke. Und die Kölner haben alle Füße voll zu tun, um ihr Tor sauber zu halten. 2:0 steht es ja ohnehin schon gegen sie. Teuber. Ein eckiger, ein wuchtiger Spieler. Diersen. Sehr schön freigespielt. Hartmann. Da gaben sich die Chancen zuhauf. 2:0 steht es immer noch und die Kölner wussten kein Mittel dagegen. Da gab es kein Mittelfeldspiel, in der Abwehr herrschte Verwirrung. Und vorne, da war nach dem Ausscheiden verletzungsbedingt von Littbarski und einer schwachen Partie in der zweiten Hälfte von Alofs im Grunde nichts zu sehen. Dickel versteckte sich auf dem linken Flügel, richtete auch nicht viel an. Im Gegenzug allerdings Thon zu Teuber, das 3:0. Eine Folge der Angriffe, die man vorgetragen hatte. Irgendwann musste dieses dritte Tor mal fallen, da war es passiert. Teuber kurz verletzt, er war an den Pfosten geprallt, konnte aber dann weitermachen. Es war die 69. Spielminute, das 3:0. Der Pass aus dem Mittelfeld, im Moment der Ballabgabe ist auch Thon nicht abseits gewesen. Sehr schön nach innen gezogen und da kommt Teuber und bringt den Ball unter das 3:0. Das war natürlich die Entscheidung, denn während der gesamten Spielzeit konnte man nicht den Eindruck gewinnen, dass die Kölner sich energisch dagegen stemmen würden. Dazu war die Mannschaft einfach zu wenig aggressiv. Trainer Ferner ließ einige Spieler sich warmlaufen, aber er wechselte nicht. Er ließ das Team, nachdem er nun das dritte Tor geschossen hatte. Die Schalker steckten jetzt etwas zurück. So kam zwangsläufig Köln ein wenig auf. Van de Korput, auch eher nicht überzeugend in seiner Rolle als Libero. Dickel, der im Grunde als der lange Mann in die Angriffsspitze, in die Mitte hätte gehen müssen. Da zieht er einmal ab. Knapp vorbei, Junghans braucht nicht mehr einzugreifen. Am Ende heißt es 3:0 und den Schalke-Erfolg haben diese beiden Oldtimer sicher wesentlich mitgestaltet. Bernhard Dietz und Klaus Fichtel, der Libero spielte. Und mit diesem 3:0 über Köln darf ich zurückgeben im Sportschaustudio.